eine Sportart, wo du Geduld brauchst. Der, der den längsten Sagen hat, der Wirtschaft. In gut 5 Monaten findet hier in der Veltins Ice Arena die Junioren-WM Bob und Skeletten statt. Für uns ist das einmal ein Anlass, mal unseren Skeletten-Nachwuchs hier am Winterberger Stützpunkt unter die Lupe zu nehmen. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Landestrainer Peter Meyer begrüßen zu dürfen und Nils Sommer, ein hoffnungsvolles Talent vom BRC Hallenberg. Peter, wir haben ja großartige Sportler, Hanna Neisegold, wir haben Jaka Lölling, wir haben Alexander Gassner, wir haben im Wartestand in der Schleife Felix Seibel, auch aus Hallenberg. Wie sieht es denn aktuell um den Nachwuchs da runter aus? Also im Nachwuchs darunter schaut es momentan recht dünn aus, weil einige aufgehört haben, weil sie der Meinung sind, zu wenig Perspektive oder nach der Schule, der Weg zum Training ist zu lang und ist alles zu kompliziert. Und das ist eigentlich jetzt momentan der Grund, für mich der Anlass, wie eben gesprochen, auch mit Pauken und Trompeten wirklich mal nach Nachwuchs zu suchen, die den Sport auch wirklich machen wollen, wo sich auch die Eltern wirklich Gedanken machen, was das eigentlich heißt, alles den Sport zu machen. Und interessant oder wichtig ist für mich eigentlich, dass die im Altersstruktur zwischen 10 und 14 Jahren sind. Die haben auch genügend Zeit, sich zu entwickeln, haben keinen Stress, können langsam reinwachsen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, in dem Alter die Chance zu bekommen. Und nicht schon zu alt, mit 18, 19 wird es eng. Da hat man oft nicht die Zeit dafür, weil mit 23 ist man kein Junior mehr und dann ist JWM zum Beispiel kein Thema mehr. Also mit Pauken und Trompeten, um Nachwuchs zu werben. Wo kann geworben werden? Wo soll geworben werden? Also ich suche, mein Interesse liegt wirklich in der Nähe Winterberg, ist für mich sehr wichtig, weil eben dann der Weg zur Bahn kurz ist. Auch zu den Trainingsstätten hier bei uns. Darunter fällt von den Schulen her auf alle Fälle das Gymnasium in Winterberg, dann die Sekundarschule in Winterberg. Interessant mit Sicherheit ist auch die Realschule in Fredeburg und die Gemeinschaftsschule in Medebach, würde ich auch noch hinzuziehen wollen, weil die eben auch wirklich in den näheren Umkreis Winterberg sind und auch der Weg dann für die Eltern zum Beispiel von den Fahrten her nicht entsprechend lang ist. Nils, du bist jetzt 18 Jahre jung. Wenn du mal deinen Weg zum Skelettensport schildern würdest. Also, mein Patenonkel von meinem Bruder, der kam mal bei uns zu Hause. Und der hat dann mal gesagt, ja, willst du mal Skeletten ausprobieren? Würde dir bestimmt Spaß machen. Und seitdem, ein Wochenende darauf, habe ich es mal ausprobiert. Und es hat mir dann auch sehr Spaß gemacht. Bin dann immer wieder gekommen und seitdem bin ich dabei. Du bist momentan ja im Nachwuchskader 2 des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland. Hast eine glänzende Perspektive. Wenn ich einmal dein Ziel verfolgen möchte, was hast du dir für diese Saison als Ziel gesetzt? Wir werden da gleich noch später auch mit Peter drauf eingehen. Also mein Ziel wäre es oder mein Wunsch wäre es, dieses Jahr vielleicht den Europacup mich da zu qualifizieren. Und wenn es halt nicht reicht, Platz 1 oder Platz 2 am Ende der Lehrgänge, Verbandslehrgänge zu werden, damit ich dann halt einen Kader höher steige. Das heißt also in den Nachwuchskader 1, Wiener Schule, eine Klasse höher, steigen. So hatte man ja früher immer bei den Zeugnissen geschrieben, Nils steigt. Das wäre eine wunderbare Sache zum Ende der neuen Saison. Peter, welche Voraussetzungen muss denn ein junger Skelettenfahrer mitbringen? Also wichtig ist immer, dass er wirklich Spaß am Sport hat. Das Erste als A und O. Er muss gerne zum Training kommen. Er sollte auch schnell laufen können, wäre richtig von Vorteil für uns. Sollte sich auch vernünftig bewegen können und ja, motiviert einfach bei der Sache sein. Also das wäre schon das A und O, wo schon mal der Start richtig gut wäre dafür. Händeringend Talente suchen, wie gesagt, noch einmal mit Pauken und Trompeten, eine wunderbare Schlagzeile, muss ich an dieser Stelle sagen. Corona, Stichwort, 1 Jahr gekostet den Stützpunkt hier, Fragezeichen. Also die eine Saison hat uns auch wirklich diese eine Saison gekostet, weil also speziell für Stützpunkt Winterberg, sprich Nordrhein-Westfalen, war es nicht möglich, auf anderen Bahnen zu trainieren. Das wurde einfach untersagt. Oder war nicht gewünscht.
man kann es auch verstehen, weil die Verantwortung hätte ich auch tragen müssen, wenn wir jetzt unterwegs gewesen wären. Es wäre einem positiv gewesen, wie bringst du den wieder nach Hause? Das war mit Sicherheit der Angstgedanke. Und, aber halt rein sportlich gesehen haben wir mit Sicherheit die Saison verloren. Nils, wie hast du denn die Corona-Zeit erlebt? Das eine besagte ja, dass Peter gerade dein Trainer angesprochen hat. Ja, haben versucht natürlich viel zu trainieren auf der Heimbahn, was ich zum Glück auch konnte, weil ich NK2 war oder bin. Und ja, genau. Peter, du, man hat ja erzählt, als Hannah Neise Gold geholt hast, da bist du ja in Tränen vor Freude ausgebrochen. Die Rührung war groß und auch verständlich. Hannah Neise hat Gold geholt. Wir haben dann natürlich auch noch andere große Skeletonis bei uns, die auch wiederkommen. Chaka kommt auch wieder und auch Alex Gassner. Gehen wir von aus, Felix Seibel, Tendenz möglicherweise eines Tages im Weltcup starten zu können. Die Frage, Hannah Neise Gold, normalerweise müsste es doch einen Goldsog geben, um das mal so auszudrücken, dass junge Mädchen sagen, komm, Hannah hat Gold geholt, ich möchte aber auch eines Tages da anklopfen. Also es wär, der Gedanke ist absolut gerechtfertigt und war auch im Sinne, und das Ziel war auch auf alle Fälle gesetzt. Die Problematik ist halt nur, wenn du, wie jetzt ein Kollege in Bob auch, das Ganze eigentlich eher als Einzelkämpfer machst, dann musst du alles ziemlich terminieren und musst auch viel vorbereiten, um dass du Sichtungen machen kannst. Also ich habe einige Vorbereitungen getroffen, die hier vielleicht so in der Form noch nicht gemacht wurden. Darum erhoffe ich mir eigentlich eigenes, dass sich da was ändern wird. Aber es muss halt alles vorbereitet sein. Und viele haben gefragt, ja, willst du jetzt nicht mal machen? Sage ich, ich kann ja nicht überall an drei Stellen gleichzeitig sein. Es wird schwierig alleine. Und darum, also wir suchen auch hingegen nochmal nach einem Kollegen für den Skeletonbereich, vor allem im Nachwuchsbereich. Dann kann man solche Sachen auch noch viel schneller forcieren und viel schneller darauf reagieren. Das ist das, was eigentlich so das Problem ist. Wir wollten was machen, aber wir waren auf, ja, durch Personalmangel eigentlich da ein bisschen eingebremst. Ich habe das ja eben mit Nils angesprochen. Sein Ziel ist möglicherweise in dieser Saison am Europacup zu schnuppern. Die Frage noch einmal an dich, Peter. Traust du ihm das zu oder auch anderen Athletinnen und Athleten hier am Stützpunkt? Also wenn ich die Entwicklungsphase vom letzten Jahr heranziehe, stehen die Chancen 70-30, würde ich fast sagen. Also Minimum 50-50. Dass wir auf alle Fälle von den dreien zwei, denke ich mal, sogar reinkriegen könnten. Bei Nils sieht es momentan, finde ich, fast realistisch aus, wenn er am Ball bleibt. Also Nils, hast gehört, der Trainer schätzt deine Chancen als gut ein. Weil man beobachtet so ein bisschen mal wie die anderen Verbände so. Es ist auch so, dass bei den anderen Landesverbänden Sportler aufhören, die direkte Konkurrenz sind. Und das ist eben der Spruch, den ich auch zum Nils oft gesagt habe. Du musst der sein, der die längere Luft hat. Weil die anderen hören auf und dann überholst du die oder bist dann dran, weil die anderen die Luft mehr nicht hatten. Die wollten nicht länger warten. Also im Skelett muss man sozusagen einen langen Atem haben, aber lass uns mal auf die Mädels zu sprechen kommen. Ich nenne mal Paula Victoria Preute von Heiner Preute, die Tochter. Ich nenne Pia Lehmann, die für den BSC Winterberg startet. Paula Preute ja für den TV Gladbeck. Wie siehst du die Chancen der beiden Mädels? Da ist eigentlich so wirklich so, wer am Anfang der Saison von den beiden die bessere Form hat. Die sind von der Leistung her wirklich 1:1, muss ich sagen. Die eine ist zwar jünger, die andere ein bisschen älter. Aber von der Leistung her, von dem, wie das Niveau, das sie jetzt schon haben nach so kurzer Zeit, ist 1:1 zu bewerten für mich. Und da zählt wirklich, wer in diesen ersten Wochen besser drauf ist. Noch einmal zu dir jetzt, Nils. Was fehlt dir denn momentan noch, um den Sprung vielleicht doch schaffen zu können? Oder woran feilst du momentan mit deinem Trainer hier? Wir haben eben die Startphase gesehen hier. Das war schon für mich sehr beeindruckend, aber ich bin ein Laie. Ja, natürlich müssen wir noch mal ein bisschen am Start noch arbeiten. Vielleicht noch ein bisschen an der Explosion, dass ich mehr Power noch mal mehr kriege. Und ja, ansonsten eigentlich ganz entspannt rangehen, nicht zu viel Druck machen. Noch einmal abschließend jetzt zu Peter. Peter, du warst ja früher auch ein guter Skeletoni. Ja, 1993 hast du hier deinen ersten Weltcup hier in Winterberg bestritten, Platz 13. Vielleicht erinnerst du dich noch genau daran. Was war da los?
Das war mein erster Weltcup, nachdem ich eigentlich die Selektion im Start souverän gewonnen hatte. Also ich war zu der Zeit definitiv schnellster Starter auch in Deutschland. Darum habe ich mich eigentlich nur über den Spart auch in den Weltcup qualifiziert, mit klar ein bisschen fahren dazu. Aber der Start hat schon mir viele Punkte gebracht, um mich auch für den Weltcup dann in Winterberg zu qualifizieren, wo auch der Start schon immer eine Domäne, also schon immer wichtig war, dass man da schnell am Start ist. Und das war für mich ein Riesenerlebnis, erster Weltcup und dann bist du Top 15. In den Top 15, das ist, damit, da hätte ich nie damit geträumt. Also mein Trainer war auch, das war damals Thomas Platzer. Danach hat er mich öfters mal in den Arm genommen, aber das war das erste Mal und das war schon ein heißes Erlebnis, muss ich sagen. Ja, das war ja deine Reminiszenz an vergangene Zeiten. Wir blicken in die Zukunft, wünschen dir, Peter, als Stützpunkttrainer Nils, dir und deinen Kolleginnen alles Gute für die neue Saison. Wie gesagt, die Junioren-WM ist Mitte Januar, das ist noch zu früh für euch, aber der Europacup könnte eine realistische Größe werden. Danke für das Gespräch. Danke auch.